Für viele Jugendliche, schwul oder lesbisch, ist es oftmals wichtig, Rückhalt zu haben. Haben sie den nicht und müssen sie den Weg des Coming-outs alleine gehen, dann kann das schlimme Folgen haben, bis hin zu Suizid. Immer noch leiden hunderte Jugendliche unter homophobem Mobbing in der Schule. Es gab Momente, in denen ich mich gefragt habe, was wäre, wenn ich nicht mehr da wäre, weil ich dem ganzen Mobbing einfach irgendwann nicht mehr standhalten konnte. Es ist durchaus eine alltägliche Erfahrung von Lesben, dass sich Lesben nicht outen, schlichtweg, weil sie erleben, dass sie in ihrem Umfeld nicht akzeptiert werden würden. Doch warum ist Homophobie immer noch existent? Wenn Mann und Mann irgendwie zusammenkommen, dann ist das halt ziemlich eklig. Und wie werden wir eine tolerante Gesellschaft? Ich verstehe bis heute nicht, warum anders zu sein so abwertend betrachtet wird, weil anders zu sein ist einfach was Schönes.